Hallo liebe Backfreunde, endlich ist der Sommer angekommen und ich möchte euch heute etwas Fruchtiges und Erfrischendes zeigen, und zwar einen leckeren Mangotraum. Denn dieser schmeckt wirklich super fantastisch. Als erstes schälen wir eine reife Mangofrucht. Wenn ihr keine reifen Mangos benutzt, dann schmeckt auch euer Mangotraum nicht so süß. Die geschälte Mango wird dann in kleine Stücke geschnitten und in einen Mixer gegeben. Wir benutzen hier einen handelsüblichen Smoothie Maker. Nun geben wir den Saft einer halben Zitrone, 100 ml Wasser und ein halbes Schnapsglas Puderzucker dazu und vermixen dann das Ganze zusammen. Den pürierten Saft anschließend in einen Topf geben. Danach weichen wir 5 Blätter Blattgelatine in einem Wasserbad auf. Sobald die Gelatine schön klebrig ist, geben wir sie in den Topf mit dem pürierten Mangosaft. Alles wird danach unter ständigem Rühren erhitzt. Bereitet bitte vorher einen Teller mit einem Backpapier und einer Springform her. Weil, wie ihr sehen könnt, schütten wir den erhitzten Mangosaft dort hinein. Keine Sorge, durch die Dickflüssigkeit sollte nichts ausrinnen. Und zum Schluss geben wir den Teller nun für 50 Minuten in den Kühlschrank. Diese Zeit nutzen wir gleich, um die Topfencreme zuzubereiten. Dafür geben wir 200 Gramm Speisetopfen in eine Schüssel, fügen den Saft einer halben Zitrone hinzu, sowie ca. 50 Gramm Zucker und vermixen alles mit unserem Handmixer. In einen zweiten Topf etwas Wasser erhitzen und 3 bis 4 Blattgelatine flüssig schmelzen. Sobald die Gelatine schon flüssig ist, geben wir ein wenig der Topfencreme hinzu und verrühren es miteinander. Dieser Schritt ist wichtig, damit es später keine Gelatineklumpen in der Creme gibt. Danach schütten wir alles zurück in die Schüssel mit der Topfencreme und vermixen alles wieder mit dem Mixer. Jetzt brauchen wir noch unsere Schlagsahne. Dafür geben wir 250 Gramm Schlagsahne in eine Schüssel und fangen an, sie vorsichtig steif zu mixen. Sobald die Sahne etwas steif ist, fügen wir noch 50 Gramm Zucker hinzu und mixen dann die Sahne schön steif. Danach schalten wir den Mixer ab und benutzen nur noch dessen Stäbe. Jetzt die Topfencreme hinzufügen und alles schön vorsichtig unterheben. Und auch diese fertige Creme geben wir für mindestens 20 Minuten in den Kühlschrank. Für unseren Mangotraum brauchen wir ebenfalls einen Biskuitboden. Falls ihr nicht wisst, wie man so einen selber herstellt, dann schaut euch folgendes Video an. Tja, und jetzt wird es spannend, liebe Zuseher. Wir fangen an, den Biskuitboden vorsichtig mit einem großen Messer zu dritteln. Wie ihr sehen könnt, funktioniert das am einfachsten mit drehenden Bewegungen. Wir holen unser Mangopüree aus dem Kühlschrank und überprüfen, ob er dank der Gelatine schön fest geworden ist. Danach fangen wir an, eine ca. 1 cm dicke Schicht unserer Topfencreme aufzutragen. Am besten funktioniert das mit einer kleinen Winkelpalette. Jetzt kommt das erste Drittel des Biskuitbodens auf die Topfencreme. Wie ihr seht, könnt ihr ruhig etwas herumdrücken. Auf dem Biskuit kommt jetzt wieder eine weitere Schicht Topfencreme. Eine zweite Mango wieder schälen, in kleine Stücke schneiden und damit den Boden belegen. Auf die Mangostücke setzen wir nun das zweite Drittel des Biskuitbodens und drücken alles vorsichtig etwas nieder. Einmal müssen wir jetzt noch eine Schicht unserer Topfencreme auftragen und danach mit dem letzten Drittel des Biskuitbodens bedecken. Um unseren aufgesetzten Mangotraum besser stürzen zu können, legen wir noch einen Teller als Deckel auf. Liebe Freunde, ihr habt es jetzt gesehen, das war jetzt keine große Sache, diese Torte aufzusetzen. Ein Tipp noch, bitte gebt diese Torte jetzt so wie sie ist, noch einmal in den Kühlschrank für 2 bis 3 Stunden. Wir können das jetzt aus Zeitgründen nicht machen, aber bitte macht es ihr. Wir werden sie jetzt stürzen und ich werde das jetzt zeigen, wie das geht.
immer unten auch ein bisschen an Stabilität, also irgendwas runterschieben und dann einfach umdrehen. Dann werden wir die Folie abziehen. Also sie schaut schon toll aus. Und ich werde jetzt die Torte abziehen. Das ist dieser Vorgang, einfach die Form nach oben ziehen. Ja, ihr seht, sie schaut toll aus. Ich werde jetzt, ihr könnt es natürlich dann auch noch ausdeckern mit Sahne. Ich mache das jetzt nicht, wir sind ja doch alle schließlich auf Diät, wir wollen ja eine tolle Bikini-Figur haben. Aber ihr könnt es machen, wenn ihr wollt. Ich lege dann einfach noch ein paar Mangostückchen drauf als Deko. Ja, und ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachmachen. Genießt es, es ist wirklich was Fruchtiges, was Leckeres. Und es ist wirklich ein Traum, diese Torte, unsere Mango, unser Mangotraum. Alles Liebe, bis später. Hat euch unser Video gefallen? Dann würden wir uns über einen Daumen nach oben für das Video freuen. Ihr könnt aber auch einen Kommentar hinterlassen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachbacken.